Aber! Was ist denn los? Lass mich dir ganz kurz den Sachverhalt erklären! Schieß los! Mein Sohn hat mich heute früh angerufen und hat mich gefragt, ob ich ihn vom Bahnhof abholen kann, weil er in Hamburg Bratwurst kaufen war. Wenn ich dich da mal ganz kurz unterbrechen dürfte? Darfst du eigentlich nicht, aber hast du ja jetzt schon. Warum war denn dein Sohn in Hamburg eine Bratwurst kaufen? Na, er kauft dort schon immer Bratwurst und du weißt ja, wie gut er sich anpassen kann. Aha. Na dann mach weiter. Jedenfalls fuhr ich da in aller Seelenruhe auf der Autobahn Richtung Stockholm und auf einmal Blitz! Ach du Weiher, hat es etwa gewittert? Nein, du Genie, ich wurde geblitzt! Ach so, und wie ging's dann weiter? Naja, ich dachte, so schlimm wird's schon nicht werden und so schnell bin ich ja nun auch nicht gefahren und bin einfach in aller Seelenruhe weitergefahren. Aha, und dann? Naja, ich bin wieder nach Hause gefahren und hab mit meinem Sohn Bratwurst gegessen. Aha, und wie erklärst du dann den Anfang von diesem Video? So ein Scheiß aber auch! Gestern zum Briefkasten gegangen und hab meine Briefe aus dem Briefkasten geholt. Aha, und? Was gab's da so Neues? Naja, ich hatte zwei Briefe in meinem Briefkasten. Der erste war von einer sehr bekannten schwedischen Möbelfirma, die mir eine Rechnung von meinem letzten Kauf geschickt hat. Aha, und was hast du da gekauft? Eine Schraube. Eine Schraube? Ach, egal. Und was war in dem zweiten Brief? Naja, der andere war von der Putzelei. Ja, das war schon klar, aber was stand denn drinne? Ja, oben geht es los mit sehr geehrter Herr Peter. Ja, toll. Wie geht's weiter unten weiter? Naja, hier ist ein Bild von mir. Sie haben mich wirklich in guten Winkel erwischt, ne? Ja, genau. Wie viel musstest du nur bezahlen? Ach so, 365 Euro! Was? So viel? Jo, ich dachte, die Spinne! Wie schnell bist du denn gefahren? Na ja, ich bin 350 gefahren. Was? Bist du verrückt? Wie ich dich kenne, bestimmt in der 130er-Zone, ne? Was? Nein, das war in der 40er-Zone in der Baustelle. Was? Um Himmels Willen, das ist ja ein Selbstmordkommando! Was? Nein! Mit 560 durch der 30er-Zone, das ist nah dran! Aber sowas doch nicht! So, ich wünsche euch, zumindest den Jüngeren, wundervolle Sommerferien. Unternehmt was Schönes, genießt die freie Zeit. Ja, genau. Schaut auch mal bei mir vorbei, bei mir wird es wieder ein paar Vlogs geben. Ihr werdet dann sehen, wenn es losgeht. Also es ist alles noch. Freut euch einfach mal drauf. Es wird auf jeden Fall ungefähr 2 Wochen lang gehen dieses Mal meine Vlogs in den Sommerferien, so wie jedes Jahr bis jetzt. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Bis dahin kommen noch ein paar normale Videos. Seid gespannt, freut euch. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.